Ein neues Prunkstück steht hier zum Umbauen. Ist ein Honda 750 Boldor. Es sind ein paar besondere Spiegel dran. Der Lenker, der ist halt, also insgesamt ist eigentlich alles gar nicht schön. Und da werden wir halt was draus bauen, und zwar ein KW-Laser. Der Auspuff 4 in 1 ist eingetragen. Mit dem Rohr dahinter, das sieht natürlich auch nicht mehr so lecker aus. Da werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Okay, wir gehen aber trotzdem nochmal ganz durch. Originalrücklicht, schön, ne? Ein richtig großes Ding. Das sieht man wenigstens was. Stylen ist angesagt. Und dann gehen wir dann mal bald an die Arbeit. Jetzt haben wir unsere Boldor erstmal gewaschen. So, die ersten Töne. Das ist halt warm, das ist noch ein Wasserdämpfe. Klappt das mit euch zwei da? Das Hinterrad habt ihr ja schon draußen. Ja, geht schon voran hier. Da habt ihr das Ding bald auseinander hier. Gut, ja. Ja. Mit Deck liegt ja wohl der Nebel jetzt, ne? Das hast du schön gemacht, wie du das so alleine da ausgehieft hast. Ja, wie sonst hier. Ja, bist schon ein starker Mann. Okay, da liegt doch. Hat nämlich jetzt Feierabend und was er jetzt so gemacht hat. Hallo Daniel, guckst du mal um die Kamera, gucke, das ist er hier, ne? Er hat heute poliert. Mhm. Wie Weltmeister. Die Hände hat er auch schon gewaschen. Die hätte ich ja auch noch mal gerne fotografiert. Ja, die sind noch ein bisschen. Naja, das ist bei uns Standard, das ist gar nichts. Hier, die Glänze wieder wie neu. Alles wird gut. So, die Ventile sind jetzt eingestellt. Es waren die Auslass zu eng und einige von der Einlassventile. Das ist alles okay. Da kann man den Deckel wieder drauf machen. So, die Ölwanne ist jetzt ohne. Jetzt gucken wir uns das hier drinnen mal an. Das Sieb ist eigentlich sauber, da kann man nichts sagen. Und in der Ölwanne selber sind ein paar leichte Späne drin. Aber im Prinzip sieht das nicht so gefährlich aus. Lagerschale ist jetzt auch nicht, das ist irgendwie normaler Abtrieb, denke ich. So, und jetzt kommen hier die Deckel ab. Die werden hochglanzpoliert, rechts und links. Und das ist so eine der Hauptaufgabe, wenn der Daniel dann kommt. So, ich filme jetzt mal hier aus der Werkstatt raus. Der Daniel, die Fensterscheibe ist dreckig, wenn wir es sehen. Moment. So, hier geht's besser. Der Poliermeister, das ist einer von den bescheuertsten Arbeiten. Die macht keiner gern. Das sieht nachher aus wie die Sau. Das ist unsere Paliermaschine. Und hier werden die Alu-Deckel halt wieder auf Hochglanz poliert. Wie gesagt, ein Scheißjob. So, da widmen wir uns mal den Rahmen. Die Halter sind soweit überall abgeflext. Und jetzt gehen wir ans Heck. Hier, das wird abgetrennt. Und dann kommt der herrliche Bügel drauf. Den machen wir auch noch gestalten. Machen wir das so machen, Daniel? Das machen wir genauso. Okay. So, der Heckbügel, das haben wir alles dran. Jetzt haben wir diese Platte noch reingeschweißt. Und die Muttern oben drauf gesetzt, das sind die Abstandshalter für die Sitzbank. Die wird jetzt auch noch designt. So. Ja, das passt, das geht schon. Jetzt warte mal auf unseren Superstart Rödi. Der kann am besten biegen. Er biegt jetzt Sitzbank. Rödi macht heute auch Quatsch. Daniel, hast du in deinem Leben schon mal so viel poliert? Nee, aber ich bin echt ein bisschen traurig, dass es schon vorbei ist. Naja, wie viele Tage haben wir jetzt gemacht eigentlich? Ich glaube, es ist der fünfte jetzt. Fünf Tage nur Vorarbeit. Ja. Jetzt sind die Vergaser noch dran. Ah, der Motor, den haben wir ja heute lackiert. Den müssen wir auch mal hier auf die Kamera nehmen. Hier, der glänzt. Ohne wo die Schrauben sind. Wie neu. Ist unser Modellchen geworden. Der Daniel hat die Deckel poliert. Man sieht es ja, die glänzen ja richtig durch die Kamera. Die Blende richtig. Ja, will ich gerade mal so filmen. Wir haben jetzt den Rahmen vom Lackierer bekommen. Den Motor habe ich jetzt eingebaut. Und die Schwinge.
Und hier, wir haben schöne Fußrasten dran. Die ganzen Platten, wo da original drauf sind, haben wir weggelassen. Und haben halt filigranere Fußrasten nachher montiert. Und so, das Gäbelchen haben wir doch schon mal drin. Sieht doch schon nett aus. Okay. Der Daniel wickelt jetzt. Schauen wir mal. Darfst du da noch mal filmen? Na, macht's noch Spaß? Noch. Schauen wir mal, ob ich noch anfangen muss. Oh, ist aber schön. Wird jetzt diesmal bei dem Projekt ja nicht so viel. Wir sind hier alles im Schraubfieber, jetzt ist gerade Mittagspause. Stoßdämpfer drin. Der Luftfilterkasten haben wir reingebaut, ne? Weil der Mann kann hier nur mit Luftfilterkasten fahren, wo der herkommt. Gut, die Chromlampe. Jetzt versuche ich gerade hier das Schutzblech anzupassen. Gut, ich schraube weiter. Ich bin im Fieber. Ich habe einen Gang drin, das geht hier. Ja, doch, es geht. Gut, jetzt haben wir das Hinterrad drin, Daniel. Zweites. Schutzblech vorne, das war der Highlight. Ja, hat ein bisschen gedauert, ja. Daniel. Fummeliges Eck. Ja. Die Profis stehen hinter uns, die beobachten dich. Okay, da. Da stehen sie wieder. Der dreht sich wieder rum, der will ja nicht gefilmt werden. Ist nämlich der ganz Schlaue. Muss ja einfach im Film mal gucken, ob das richtig wird. Ja, ja. Auf jeden Fall steht das Ding schon mal auf der Räder. Wir sind ganz schön stolz auf uns heute. Haben alles heute gemacht. Steht. Ja. Jetzt ist unser Elektriker am Werk. Weil wir zwei haben ja gar keine Ahnung davon. Ich bin der, der auch keine Ahnung hat. Du auch nicht. Okay. Hier ist er. Er zieht Strippe und macht und verlängert. Nee, gut, es klappt alles. Oder? Du bist guter Dinge. Ja. Okay. Was ist mit dir da hinten los? Mir geht's gut. Zuschauer. Okay, das sind die Zuschauer, die wir abends hier so sitzen haben. Das muss ich jetzt bildlich festhalten. Der Daniel. Das Jungfernfahren. Ja, genau. Schiebt das erste Mal sein neues Motorrad. Yes. Verfahren darf er sie nicht. Nein, läuft ja auch noch nicht. So, Daniel. Die Krümmer sind dran. Krümmer sind gewickelt und dran. Ja. Jetzt müssen wir sie nur noch reinfriemeln. Genau, wenn wir Glück haben, haben sie es auch richtig rum dran gemacht. Das sehen wir aber gleich. Und dann kommen noch die Bänder fest. Ja. So. Die Unge, das wird alles nochmal neu fixiert. Dennis ist hier der Spezialist.